Moin und willkommen zurück zu einem weiteren Guide für Scum, also Höhlenguide für Scum. Ja, super. Ich habe heute irgendwie vergessen, die Lampe mitzunehmen. Da ist die Gaslaterne, die brauchen wir auf jeden Fall heute, denke ich mir mal wieder. Weil ich denke mir, es wird wieder mal eine Höhle sein. In die Hände nehmen. Ach, in die Hände nehmen. Die unter Wasser ist, vermute ich mal. Denke mir mal, so wird genau diese Höhle hier sein. Ja, es ist definitiv wieder eine Unterwasserhöhle. Ob es sich diesmal lohnt für eine Base, keine Ahnung. Werden wir gleich rausfinden. Ach, das ist doch schon wieder... Ich glaube manchmal echt, dass es verbuggt ist. Dass man mit Gegenständen in der Hände nicht mehr auftauchen kann. Weil, ja, das wäre eine Schrotze hier. Wir haben schon wieder die Laterne in der Hand. Das funktioniert schon wieder nicht. Wenn wir sie wegschmeißen, funktioniert es. So, kriegen wir die Laterne jetzt? Nein, die kriegen wir nicht. Wir warten jetzt erstmal, bis der Sauerstoff wieder unsere Lungen gefüllt hat. Gehen dann nochmal runter und... Zumindest teilweise runter. Na, kriegen wir immer noch nicht. Jetzt? Nein. Doch, jetzt kriegen wir sie. So. Aber wie ihr seht, wir kommen schon wieder nicht hoch. Also Inventar öffnen. Lampe da hoch. Komischerweise geht der Char dann schon fast alleine hoch. So, hier liegen auch 1 mm Patronen. Hier ist noch eine Mütze. Ein Rucksack könntet ihr hier kriegen. Ja, sehr schön. Also, ich packe jetzt mal alles rein, was wir hier in der Höhle finden würden. Da vorne war doch eben noch irgendwie die Schrotze. Das war aber auch schon alles. Ja, wie gesagt, der Guide hier wird ja anscheinend noch viel kürzer wie der von Mittwoch. Ja, heute übrigens frohe Weihnachten an alle. Heute ist ja der 24. Dezember. Ich hoffe, ihr habt alle ein ruhiges und gesegnetes Weihnachtsfest mit eurer Familie und allen euren Verwandten und Bekannten und euren Liebsten. Ja, erholt euch schön über die Feiertage. Ich hoffe, wir sehen uns alle nach Weihnachten erholt und gesund wieder. Weil ich werde über die Weihnachtsfeiertage definitiv nicht on sein. Aber wünsche euch allen nur erdenklich das Beste, was es auf der Welt gibt. Bleibt gesund. Vor allen Dingen von diesem scheiß dämlichen Coronavirus. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns alle auf jeden Fall nach den Feiertagen wieder. Das war es dann jetzt mit dem Bunkerguide. Wie gesagt, der ist noch kürzer wie der von Mittwoch. Ja, ihr wisst es ja eigentlich oder ihr kennt es ja eigentlich alle. Obwohl, ich mache jetzt erst nochmal schnell eine Bestandsaufnahme. Also in dem Bunker, ich habe eine Schrotze gefunden, eine Mütze, 7 Schuss 9 mm und das Rohr. Die habe ich mitgebracht. Das Ding hier haben wir auch noch gefunden. Und das war es so im Prinzip, was wir da in der Höhle gefunden haben. Ja, wir haben es jetzt 4 Minuten. Das Video ist definitiv relativ noch kürzer. Kann es nur noch mal wiederholen. Ich hoffe, die nächsten Guides werden ein bisschen länger, weil die Höhlen vielleicht wieder größer sind. Wir haben ja noch zig Höhlen vor uns. Ja, das Update kommt ja leider nicht mehr diese Woche, sondern irgendwann im März, Ende März, denke ich mir mal. Sonst hätten die Entwickler nicht gesagt, im ersten Quartal 22, sondern im Januar oder im Februar. Und dadurch, dass sie sich so viel Zeit genommen haben, denke ich mir, es wird erst im März erscheinen. Aber das ist ja auch eigentlich egal, es tut nichts zur Sache. Wie gesagt, heute ist der 24. Frohe Weihnachten euch allen, gesegnete Weihnachtstage. Bleibt gesund, kommt gut rein ins nächste Jahr. Zwischendurch werden aber, glaube ich, denke ich, noch ein paar Videos kommen, wenn ich nicht allzu sehr arbeiten muss. Also ich muss auf jeden Fall auch nächste Woche wieder arbeiten.
Ja, ich denke mir mal, aber wahrscheinlich werde ich Weihnachten noch ein Video oder zumindest mal live gehen für eine Stunde oder so, um mich auch bei euch zu bedanken für eure Treue, für euer Dasein, dafür, dass ihr meine Videos guckt und ja, ich euch damit Spaß bereiten kann. So, das soll es jetzt aber mit dem Gelaber gewesen sein. Es ist jetzt, glaube ich, schon über eine Minute, wo ich labere oder 2 Minuten. Ich wünsche euch, wie gesagt, alles Gute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da. Dürft mir auch gerne ein Abo dalassen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Über die nächsten Bunker, die noch kommen. Ah, schon wieder Bunker, nein. Über die nächsten Höhlen, die noch kommen werden. Und ja, in diesem Sinne sage ich einfach mal gesegnete Feiertage. Bis demnächst. Ciao, der Falli.